Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Sky ist am Start, genauso wie eine kleine Runde Halo 4. Und mein süßer kleiner Raptor ist mit dabei für eine kleine Special-Runde gleich am Anfang. Sag mal Impi hi. Impi guckt sich das an. Hi Impi! Woohoo! Impi! For the win! Das ist jetzt gerade der zweite Versuch der Aufnahme, weil wir eben gerade den Ton nämlich nicht hatten. Fand ich schon richtig scheiße. Du! Ja, wir. Hatten nämlich den Ton nicht und jetzt muss ich das nochmal neu machen. Das heißt, das erste Level werde ich also nicht blind spielen. Das werde ich also jetzt schon richtig gewissenhaft spielen. Und wir drücken jetzt mal Start. Ja, wir haben die Kampagne fortsetzen, wie gesagt, aber wir wollen einfach nochmal den Prolog und Dawn. Gut, bevor ich hier anfange, wollte ich nochmal eine kleine Sache loswerden, wie ich schon am Anfang gesagt habe, wo ich das erstmal aufgenommen habe. Wir haben zurzeit nur eine kleine Spielwiese von einmal ein Quadratmeter, wo wir uns gerade mal nur im Kreis drehen können. Und mit eurer Hilfe habe ich vor, einen kleinen Spielplatz rauszubauen, wo wir noch eine Schaukel hinstellen, wo wir uns ein bisschen mehr Land dazu holen, wo wir noch einen Sandkasten reinknallen, bis wir einen Vergnügungspark daraus gemacht haben. Und mir, das schaffe ich nur durch eure Hilfe. Daher hoffe ich auf eure Unterstützung. Und jetzt hör auf zu labern, Chico, und schmeiß Prolog rein. Ich mache normal aus dem Grund, weil legendär und heldenhaft einfach zu große Frustmomente parat halten. Okay, jetzt genug palabert. Starten! Ja, ist mir egal. Schnauze! Oh. Erzählen Sie mir von den Kindern. Dr. Halsey. Sie wissen doch bereits alles. Sie haben sie entführt. Der kindliche Geist ist anfälliger für ideologischen Drill. Ihre Körper sind anpassungsfähiger für verändernde Eingriffe. Das Resultat war der ultimative Soldat. Und gerade durch unsere Erfolge waren wir bereit, als die Allianz uns überfiel. Doktor, Sie wissen, dass Sie die Geschichte zu Ihrem Vorteil verdrehen. Sie entwickelten die Spartans, um menschliche Aufstände niederzuschlagen, nicht die Allianz. Als eine menschliche Welt nach der anderen fiel, als meine Spartans das Einzige waren, das zwischen der Menschheit und ihrer Auslöschung stand, da interessierte es niemanden, wofür sie ursprünglich geschaffen worden waren. Sie denken, dass Ihre Entscheidung letztendlich berechtigt war. Mein Wirken hat die Menschheit gerettet. Glauben Sie, dass Ihre fehlende Menschlichkeit den Spartans geholfen hat? Worauf wollen Sie hinaus? Die anderen vor Ihnen waren vom MND, aber Sie? Sie sind anders. Die Akten belegen, dass Spartans oft leicht soziopathische Züge zeigten, Schwierigkeiten mit der Sozialisierung und dem Sprach. Die Akten belegen effiziente Verhaltensweisen beim Einsatz in Gefahrensituationen. Ich habe die Werkzeuge für diese Effektivität zur Verfügung gestellt. Aber glauben Sie, dass der Master Chief deshalb Erfolg hatte, weil er tief in seinem Inneren zerrüttet war? Was hat John damit zu tun? Sie wollen ihn ersetzen. Der Master Chief ist tot. Den Akten zufolge wird er vermisst. Catherine. Spartans sterben nie.
Ihr Fehler ist es, Spartans als Militärgerät anzusehen. Meine Spartans sind die nächste Stufe der Menschheit, die Zukunft unserer Spezies. Unterschätzen Sie sie nicht. Vor allem aber unterschätzen Sie ihn nicht. Aufwachen, Chief. Ich brauche Sie. Chief, ich dachte, Sie waren lange im Tiefschlaf. Wo sind wir? Wir sind immer noch auf der Dorn. Warum weckst du mich? Moment, bringe Ihre Systeme jetzt online. Ich habe die Firmware Ihrer Panzerung umgeschrieben. Ganz schön fleißig. Aktiviere die Schwerkraftgeneratoren. Schief, lehnen Sie hoch. Betätigen Sie die manuelle Öffnung. Wie in alten Zeiten. Wieder bereit zum Einsatz? Dachte schon, Sie fragen nie. Die Systeme melden Eindringlinge auf mehreren Decks. Vom Beobachtungsdeck können wir am ehesten rausfinden, wer die sind. Vier Decks über uns. Vielleicht ein Rettungsteam. Darauf würde ich nicht wetten. Wie schon gesagt, ich spiele hier nicht gerade blind. So, wir machen nochmal die gleichen Tests. Also ich habe schon beim ersten Mal gesagt, dass ich die Schritte schon unglaublich geil finde. Wir hören sie jetzt viel maschinereller an. Maschinereller mäßiger. Und geil oder geil? Jetzt hört ihr mal einfach mal diese übermäßige Pistole an. Mit X sprintet man. Ja, also hier hat man einfach nur so ein Palaver-Palaver-Scheiß. Schauen wir mal. Ja, blind, wie gesagt. Hier müssen wir nach.
Das sieht richtig... Wie lange war ich weg? 4 Jahre, 7 Monate, 10 Tage. Hm. Jemand hätte uns inzwischen finden müssen. Ja, wurde es mir da. Also, was ich schon am Anfang gesagt habe, ist, dass die Stimme mir so eine 0815-Stimme jetzt ist. Also, ich finde die überhaupt nicht toll. Das ist so eine... Hat jeder Stimme irgendwie. Nee, ich würde sagen, so eine Stimme hat nur Splinter Cell. Der Typ von Splinter Cell. Was ist? Sensorenscan. Hohe Intensität. Ah, stimmt mit keinem bekannten Muster überein. Wie weit noch bis zum Beobachtungsdeck? Es ist direkt über uns. Okay, das ist der Todesstern oder sowas, ne? Ja, das ist Coruscant. Ja, Coruscant. Wie gesagt, die Stimme finde ich jetzt also nicht so pralle. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, über die Physik habe ich auch schon gemeckert. Weißt du, was das auch für eine Stimme sein kann? Die Fahrstuhltüren sind verschlossen. Was ist? Komischen FBI-Typen von Navy CS hier. Mit der Glatze, der weiß. Chief, seien Sie vorsichtig! Aber da! Ding aufs Maul kriegen. Also, ich muss aber auch dazu sagen, dass ich hier in diesem Moment schon wusste, was ich zu tun hatte. Chief, aufpassen! Da war ich schon richtig mega cool, stolz auf mich. Mir war nicht klar, dass das Schiff schon so zerfallen ist. Und tschüss. Ich dachte, wir hätten Waffenstillstand. In 4 Jahren kann so einiges passieren. Allein war der sicher nicht, seien wir... Was ich schon richtig geil finde, der kommt hoch, sieht den Typen plötzlich unsichtbar vor sich aufstehen und schmeißt ihn einfach runter. Ganz ehrlich. So, da haben wir den ersten Gegner. War ja cool, dass du die Granaten eben gefunden hast, wenn sie direkt im Weg liegen. So Leute, ich gebe euch einen kleinen Hinweis. Geht sorgsam mit den Waffen um. Ihr habt nämlich echt nicht viel Munition. Obwohl wir es hier auf normal spielen. Runs halten extrem viel aus. Ich kann es ja mal gerade demonstrieren. Jetzt ist der Typ umgefallen. Und man wird echt nicht mit Munition überschüttet, ey. Das kann ich euch versprechen. Das war der letzte. Überbrücken Sie die Schutzschilde, damit wir sehen, womit wir es zu tun haben. So hören sich diese Waffen an. So, jetzt muss ich natürlich nach oben. Hui. Bei X sprintet man, also jedenfalls, wenn man die Steuerung so umgestellt hat, wie ich, auf Aufklärer. Gute Nachricht. Die Allianzler sind nicht wie Soldaten ausgerüstet. Vielleicht sind es nur ein paar abtrünnige Schrottsammler. Mhm. Oder wir sind mitten in eine ganze Allianzflotte geraten. Vielleicht haben sie uns nicht erkannt.